Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Ich dachte, wir tun mal ein bisschen Fahrt ins Leitern, und zwar in Zawirchi. Haben wir schon länger nicht mehr. Hat mal mit dem neuen Fahrplan. Dachte ich mal, gucke ich mir das mal so an, wie es so läuft. Aktuell haben wir keinen Zug in der Station. Es ist auch keiner ein Einfahren, so wie ich das sehe. Beziehungsweise hier in Mysko kommt einer der 4096. Da ist einer gerade ausgefahren. Und das war's. Okay, schauen wir uns mal den Fahrplan an. Wir haben von Gora erwarten wir den 14.17. Der ist pünktlich. Ja, wobei, der wird nicht pünktlich sein, wenn es jetzt schon 3 nach ist. 40.6.19, den haben wir jetzt gerade eben gesehen. Und dann kommt einiges von Lazy und wir haben einiges mit PT. Da zum Beispiel 7 Minuten. Interessant. Grundsätzlich die Verspätung ist im Rahmen, so wie ich das jetzt hier sehe. Okay, da kommt jetzt wirklich nichts. Hey, da ist aber Block steht zu mir. Nur zur Sicherheit. Oh, da war Konnicha. Ist auch am Boot. Warte mal, ist Lazy jemand drin? Mal gucken. Oh, Lazy ist jemand. Okay. Ja, dann wird er uns doch bestimmt Bescheid geben, wenn da was kommt. Wenn da 4140. Was ist das für einer? Das ist der da. Um 10.21 nach Mysko. Ja, da wird der RJ aber vorher erst nach Mysko fahren. Hätte ich jetzt mal gesagt. Na gut. Machen wir für ihn mal die Einfahrt. Das ist ja eh easy going. Perfekt. Oh, das heißt, ich muss Zugmeldungen machen. Ja, wie ihr wisst, an die KI mache ich das nicht. Finde ich die Autos immer noch so doof da. Außer, dass hier Büsche auf der Straße sind. Ach ja, Details. Aber sie kommen einigermaßen gut rüber. Immerhin. Ah, sieht schon schön aus mit Schnee. Wenn es jetzt nicht nur eine Textur wäre, sondern wirklich irgendwo Schneehaufen, dann wäre das natürlich nur mega geil. Wetter ist halt auch nicht das Schönste. Vielleicht fängt es ja noch zum Schneien an, wer weiß. Weil in der Früh, als ich mal eine kleine Session für mich gemacht habe, hat es mal kurz geregnet. Es schneit. So eine Mischung aus beidem. Kommt jetzt da was oder nicht? Wollen wir auf die Karte gucken. Gucken wir auf die Karte. Ja, 41, 40, 48 ist da gerade am Anrollen. Und ein Tatra-Fahrer haben wir hier. Eher auf den 9 hier. Alles klar. Wahrscheinlich, der fährt doch bestimmt auf die 1, ne? Ja, der nächste auf die 160 muss, der kommt um 10.39 der TRE. Also, 160 ist hier oben. Gleis 3. Oh, entspannt, würde ich sagen. Ruhe vor dem Sturm. Ein Problem habe ich hier mit der Wintersetting. Ab und zu wird es auf einmal hier unglaublich hell und dann sieht man hier die Sachen kaum noch. Jetzt geht es gerade gut. Aber wenn es dann wechselt, dann ist es mega doof. Ich kann dann meine Kameras durchgucken, was wir hier so schön sehen. Das ist die Einfahrt links unten. Das auch, nur anders. Das ist rechts von unserem Stellwerk. Das sind Plattformen an sich. Und das ist die Einfahrt. Warum ist hier nur teilweise kein Schnee? Hotspot hier? Eigentlich müsste man da die Tatra dann sehen können, wenn er da reinrauscht.
Wo ist er denn? Na, eh jetzt gleich. Gucken wir mal. Dürfte nicht allzu lang dauern. Signal C. 900 Meter. Ja, wir sagen jeden Moment. Ah, oh, ich würde die Kamera so gern drehen können hier. 500 Meter? Na komm, sag mal auf hier. Auf A, B, C, D. Ah, Lazy schreibt. Ah, da ist er ja. So. Gut. Teilzeit-Mango. Ja, kann man auch machen. Geplante Abfahrt von dir ist 10.09 Uhr. Also jetzt. So, 41, 40, 48. Ist auf Gleis 186. 10.09 Uhr abgefahren. Ja, der bleibt bei mir erstmal ein bisschen stehen. Ist ja eh auch ein Bot, damit er sich nicht beschweren. Ey, da steht der 4066. Danke, dass du mir das erst jetzt sagst. Ich werde nach Misko. Ja, sorry, ne? Du hast Ausfahrt. Ja. So viel zum Thema, dass Wetter schlechter wird. Jetzt wird es schlechter. Sieht nach Regen aus. Kollege, da vorne. Was los? Ah, jetzt fahren sie. Also 40619. So, Abfahrtzeit bestätigen. Nein, Goda ist es nicht. Du, 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 du. 40619. Weiß nicht, was das mit Goda ist, aber der will immer wieder Züge auf dem falschen Gleis schicken. Da kommt er dann gleich wieder mit, ist storniert. Würdest du das ja nicht annehmen. Das ist die SPL ein bisschen lang. Ah, neue S-Bahn. Moin, Kollege. Und was andere Kollege? Da ist er. Neu trifft alt. Schön. Südeli. Das passt eigentlich. 166 Abfahrt um 12 nach. Auch jetzt. Ah, oh, jetzt ist wieder so hell geworden. Was ist mit dem Wetter hier los? Ey, das meinte ich. Jetzt ist alles hier drin so hell. Oh, ich würde gerne ein bisschen Jalousien runter machen, damit es hier dunkler ist. Eben, dann macht er das jetzt mit dem storniert. Das wird vermutlich die ganze Zeit so laufen, solange der KI drin ist. Ja, für die Millisekunde habe ich jetzt nachgedacht, ob ich es vorher nicht mal machen lasse. Aber nee, das gibt dann nur Stau. Aber wenn er dann wieder sagt, er will oben schicken, es ist doof. Da muss man wieder warten, bis hier frei wird. So, und der 41er, können wir den eigentlich dann noch Misko schicken? Ja, eigentlich schon. 10.32 wäre der nächste. Der hier. Ja, okay.
Ich würde sagen, das machen wir. Mal so. So, 166 ist abgefahren. Ah, K.O. vergessen. Sorry. Nice. Voll plus. Es ist ein sehr komischer Regeneffekt. Tut es auch draußen regnen? Man kann das Gebäude verlassen. Nee. Nö. Wir sind nur so ein bisschen an der Scheibe. Check. Der ist schnell. Kann ich gerade die Ausfahrt machen. Und tschüss, Kilogi. Das sieht nach Stahlrohren aus. Hat ein bisschen Gewicht für die kleine Lok da. So, mein kleines relativ. Gola, was ist los? Kommt kein Zug von dir. Den nächsten erwarte ich um 36. Beziehungsweise eigentlich der 14.17. Ist der schon durch? Hm. So, 2, 4, 114, 115. 1415, das ist der da. Mit 11 Minuten Verspätung. Läuft. Muss mal schauen, kann ich mit euch die Karte angucken? Ja, das geht. Was läuft denn da oben so? Der ist überholt worden. Wo ist da eine Expressor? Das ist 1417. Schauen wir mal. 1417? Gibt's nicht. Wird er schon entgleist sein. Okay. Was ist das auch? Achso, ja, den abstempeln. 41. Und tschüss. Kann eigentlich ein bisschen cheaten. Mal lazy mal ein bisschen gucken. Ja, ich glaube erstmal ruhige Phase hier. Da sind zwei zeitgleich unterwegs. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, 4118 und der 445030. Jetzt kommt auch der andere hier von Cora. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich mal kurz einen Cut für euch. Bis dann hier wieder was dazu gibt. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und der 4118 kommt. 442019 von Mysko. Jetzt kommst du wieder rein. Der Express fährt über die Schnellfahrweiche. Nach unten, sofern die anderen Weichen dann mal richtig sind. Der fährt nach Goda. Also falls ihr es noch nicht wisst, ne, also die hier in grün hinterlegt, sind die Schnellfahrweichen. Wenn möglich, immer die hier nutzen. 4118, er hat keinen Bock bei uns zu halten. Ja. Da kam auch schon die Meldung von Lazy. Wunderbar, kann ich ja durchpfeffern. Perfekt.
Als nächstes kommt Skoda 1415. Euro City 10,20 auf die 1. Auch in Ordnung. Und Einfahrt. Ja, doch, der hält. Krieg da keine Ausfahrt von mir. Fürs Erste. Ja, das braucht noch ein bisschen, bis der da ist. Gut. Machen wir das mal wieder zu. Wir könnten eigentlich, wenn wir die Möglichkeiten ja schon haben. Kamera? Hallo? Kamera? Kamera? Ist jetzt hier alles schwarz? Ah, jetzt. Da. Sehen wir vorher. Müsste jetzt dann hier links gleich vorbeirauschen. Es ist ja auch ein geiler Name, bra. Kann man machen. Schon zu spät? Bin schon zu spät. Okay. Dachte schon, warum höre ich denn den? Ja. Dö, Durchfahrtszeit. Wär's? Toolman! Oh, 1415. I64. Was bist du für einer? Was ist der da? TME mit der Fahrt nach Mysko. Ohne Halt. Okay. Sag mal, Daisy. Jetzt ist KI drin und hat nicht gefragt. Was ist los? So eine Sauerei, das geht doch nicht. Gut, oh, es schneit ein bisschen. Am Fenster. Ich würde es ja interessieren, wo der hier entgleist ist. Jetzt war er losgefahren. Ah. Irgendwo in Warschau. Beziehungsweise, ich möchte mal wieder auf die Ansicht. Dankeschön. 115. Jetzt bekommst du die Ausfahrt. Da kommt 442 will auf die 1 raus. Ohne Halt. Gar kein Problem. Sehen. Yo. So, du bekommst hier prophylaktisch mal die Einfahrt. Oh, Lazy hat jetzt wieder einen Fahrdienstleiter. Ich finde es eigentlich nur noch, dass man Mysko besetzen kann.
Weil, ich glaube, Müskau wäre vermutlich nicht gerade der spannendste Stellwerk da hinten oben. So, 14.15, wie schaut's aus? 10.27. Oh shit, der steht noch ein bisschen. ...2419, der Held. Würde ich den 442 eigentlich gern vorher losschicken. Wobei, der nach Plan... Ja, 6.2. Den würde ich gern vorher loswerden. So, Kollege. 10 Sekunden noch. B640-18 ist abgefahren. Nach Müskau. Sonst noch was? Nee. Ich lasse es jetzt hier mal gerade fahren. Schicke ich hier oben drauf. Here we go. Und wir kriegen hier Stau. Ah, nice. 27. Komm, Kollege, abfahren. Ja, passt, fährt ab. Okay, einmal abstempeln. 1415. Dann schauen wir, dass wir hier schnell machen, damit der 2419 da schnell reinkommt. So, Kollege, Bahnsteig freimachen. Sehr gut. Und da kommt auch schon der andere. Gute Fahrt. Mal gucken. Da ist er. Da kommt gerade der Güterzug. Sieht man sogar von hier noch. Auch die Einfahrt. Da kommt der andere. Nice. Wir sind hier dann auf die 40 runter. Ja, kommst du schon eins weiter? Nee. Komm, bra. Am Block frei. Hab Geschenke von hinten. Okay. Du bitte nicht in Gleisen da hinten. Jo, geil, ist frei. Und geht eins weiter. Hier 42. Machen wir die Meldung. 42019.
4, 4, 2, 1, 9. Abfahrtzeit bestätigen. Habe ich den 464 jetzt eigentlich schon bestätigt? Nee. Mal sagen mal, Abfahrtszeit. 37, 118. Da bin ich nach Misko. Das ist jetzt 7 Minuten pH. Okay. Einfahrt. So, hier die Weichen nochmal ändern für den anderen. Ciao, Kollege. Gott sei Dank ist da ein Bot drin. Vermutlich schon beschwert, was los mit Einfahrt. schön gemischt. Das sieht auch nice aus. Nice. Sehen wir uns mal die Ausfahrt an. Na go. Ah, schade. Ah doch, da ist er. Aber wenn die Kamera ein bisschen weiter vorne wäre, dann wird man hier die ganzen Weichen sehen. Es gibt bestimmt ein geiles Bild. Also 3718, planmäßige Abfahrt um 10:40. Aber da brauchen wir mich ja nicht stressen. Was ist weggefahren? Ein Zug, mein Kollege, ein Zug. 2419. Die Abfahrt um 21, der ist zu spät. Nächste kommt eher wieder von Misko, dann können wir das hier wieder zurückstellen. Naja, schauen wir nach oben, wann er wegfährt. Tschüss. Und einmal hier Abfahrt bestätigen. Perfekt. Ah, ich habe schon wieder K.O. vergessen. Ah, das muss ich mir echt angewöhnen für Züge von da unten. Ja, heftig, dass der da so lange steht da unten. Ich sag jetzt mal nichts dazu, dass du nicht fahrst. Immerhin war es ein bisschen länger blockiert, als wir sein müssen. Wollen wir mal Spionage machen und schauen, was da kommt. Schauen wir mal. IC 445030. Okay. 18 Minuten, Abfahrt um 3 nach 11. Alles klar. Ja, dann fährst du hier mal eins nach unten. Werter Kollege. Die Frage ist, wollen wir den früher wegschicken? 3 nach, fährt nach Misko. 5:50 Uhr in Zug nach Misko. Um 1:50 Uhr. Und den MPE um 40. Mindestens den müssen wir mal abwarten. Theoretisch, wenn das dann schnell genug geht, könnte er da vor dem 40668 raus.
Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Hm, 3, 7, ja, 40. Nee, der fährt zuerst. Naja, immerhin die Abfahrtsmeldung. So, 4, 4, 10, 41. Oh, der fährt nach oben. Das kriegen wir hin. Also ist der hier auf 160. So, kann ich noch eins geben? Ja, kann ich. Gleis 3. Da ist der Streckenblock. Zug Nummer 10, 1 und Gleis 3. So, diesmal drück ich's. Nach der Einfahrt. wisst ihr was? Ich gebe dem schon mal die Ausfahrt. Ist ja ein Bot, der fährt nicht so früh. Hoffe ich mal. Ich könnte mir jetzt kurz vorstellen, dass vielleicht Lazy jetzt mal nachguckt, wo sein Gleis 3 ist. Ich könnte natürlich auch einfach mal klingeln. Dann weiß er, wo es ist. Ich glaube, das mache ich auch mal. Da klingelt's. Ja, ja, Misko, alles gut. Na? Ja, geht doch. So, wie heißt er da mit vollen Namen? Okay, was? Okay, Ente? Jemand, den man kennt hier. Chefkoch. Gutes Essen. Den kenne ich. So Snowbeak ist er drin. Okay. Lazy L.A. Was ist weggefahren? Ist noch gar nichts weggefahren. Und 85 Meter vor C. Ne, reicht nicht mehr. So, dann machen wir mal die Meldung. Da. 4, 4, 10, 4, 1, auf Gleis 3. Sidre, Vorzeit bestätigen, aber dann nicht komplett durchgefahren ist.
Ah, mein Gleis ist wieder frei. 37118. Und auf WhatsApp bestätigen. Dann haben wir jetzt nur noch den RPJ um 10.46 und den MPE um 10.49. Ja, ich würde sagen, unser Kollege da, der 445. Ja, wobei 10.51, 10.55. Soll ich ihn schon mal rauslassen? Soll ich oder soll ich nicht? Über 50, 51. Ja, ich glaube, es könnte sich schon ausgehen, dass ich ihn früher schicke. Jetzt gerade Gas gibt. Ich glaube, ich gehe das Risiko jetzt mal ein. So, Kollege. Warst du mal bis nach vorne hier? Wenn er denn losfährt. Können Sie losfahren? Sonst nehme ich das auch gern wieder zurück, so ist es nicht. 40121 mit Halt fährt auf die 1. Er bewegt sich. Geil. Und dann kann er weg. Einsehen. Ah, es ist schon eine geile Lackierung irgendwie. Der Dragon könnte man eigentlich auch mal in dieser kleinen Tour mal fahren. Habe ich mit der Dragon überhaupt ein Video mal gemacht? Mal nachgucken. Hast du die roten Lichter vorne an? Oder sieht das jetzt nur so aus? Ich glaube, das sind die Zugschusslichter, die er da vorne anhat. Ja. Warum auch immer. Gute Fahrt. E4 5030. Machen wir es mal hier. Ja. 20 Minuten zu früh. Muss man auch mal machen auf dem D1 Server. Zu früh sein. Södre 40, 121, Abfahrt 46. Wenigen Minuten. Dahinter kommt der 7313, der hier auch einen Halt hat. Gut. Und von Lazy sollte man 40668 irgendwann mal kommen. Sehr schön, der ist schon mal da unten. Ja, das geht sich doch perfekt aus da. Wir müssen gerade auf. 1-2-1 ist ein Bot. Das heißt, hier gebe ich schon mal die Fahrstraße. Und der tut erstmal warten. Ja, ein bisschen dichter voneinander. Okay, kann man da gucken?
Voll die Spionage hier. Ach so, ist der Block da oben. Okay, dachte schon. Also wird der Block mir ohne zu fragen. In DD2 wäre das absolut tödlich. Dann machst du ein paar Mal und dann kassierst du den Timeout. Okay, 40-1-2-1 ist abgeworfen. Dann kann der hier reinfahren. So, Lazy. 40-1-2-1. Bitteschön. Die Uhrzeit ist irgendwie wenig los auf dem D1-Server. Also heute ist Sonntag. Ist eigentlich eine gute Zeit, ne? Steht mal auf, Simbrain rein. Naja. Deine Schande ist es, dass jeder auf YouTube sieht. Team 16227. Okay, 73113, 49 die Abfahrt. Ja, nachdem wir einen Bot haben. Bitteschön. Er macht immerhin die Meldungen. Das ist wieder ein Zug für Misko. So, bitteschön. Mal schauen. Der 649 davor hätte ich noch 40668. Wo ist der? Der kommt von da hinten. Ja, ich würde sagen, der Güterzug bleibt hier noch ein bisschen stehen. Du hast auch tote Hose. Ich laufe eigentlich in Cora so. Gar nichts. Da kommen mal Züge. Hier ist ein bisschen was. Achso, warte mal, ihr seht es gerade nicht. So. Also im Psari ist ein bisschen was los. Im Polnok. Polnok sieht so aus, als würde es hier ein bisschen Stau haben. Ansonsten. Da zwei Züge unterwegs. Das war's zwischen Lazy und Lazy. Ein bisschen was los. Ja, tote Hose. Ich lasse die Spycam mal so für mich. Ja. So, wieder zurück zum Fahrplan. Oh, 73113 ist abgefahren. Meld mal das mal. Oh, Cora ist besetzt. 73113. C668 sehe ich auf dem Radar schon mal. Gebt dir da schon mal die Einfahrt. Macht nämlich bei mir einen kleinen Personenhalt mit einer 50 Abfahrt. Ciao, Kollege. Oder Bot besser gesagt. Einmal hier noch gerade. Und dann werden wir hier prepared. Gut. Und dann könnten wir den Güterzug rauslassen
nachdem der 40668 abgefahren ist. Wobei 4 Minuten Verspätung, 55. Wollen wir hier mal gucken. 55 sollte der jetzt eigentlich weg in 5 Minuten. Um 1:50 hätte der wegfahren sollen, hat 4 Minuten Verspätung. Und dann haben wir noch diesen TXE um 9:50. Das kann sportlich werden. Ah, meldet auch Lazy wieder. Wir könnten auch. Ja, gerade überlegt, ob man eine schnelle Nummer machen. Aber da kommt noch ein Zug. Gora. Wie ich meine Idee wäre gewesen, dass ich den Güterzug schon mal vorfahren lasse. Aber das Gleis brauche ich gleich für den Zug aus Gora. So, da hinten kommt er auch schon. Okay. Ach, ein Kiebel. Ist süß. Kein Wunder, dass der besetzt ist. Nee, schon wieder. Dreimal ohne zu fragen. Moin sehen. Hä? Okay. Ich glaube, da hat jemand einen erhöhten Ping. Einer 40 116. What the fuck? Warum kommt von der... Hä? Warum kommt von... Hä? Was ist denn das jetzt für eine Übung? Lol. Ah, das ist mal neu. So, der will nach Misko fahren. Warum kommt der ECE von da unten? Das ist... Sag mal, spielst du damit die Fahrwege rum? Nazy. Ach, ja. Kann ich das auf der Kamera sehen? Ja, auf die allererste. Ja, weit und breit noch nichts zu sehen. Signa R. Fünf. Ja, können wir noch ein bisschen warten. So, der ist am Abfahren. Abfahrzeit bestätigen. Und dann schickt man den Güterzug los. Er ist jetzt natürlich ein bisschen eingesperrt durch die Aktion. So, 153 Meter. Kamera gucken. Er ist dran vorbei. Da ist er. Und warum ist da oben? Was soll denn das?
sehr komischer Tag heute. Es ist schon ein bisschen lull. Sag mal, willst du mich verarschen? Schickst du jetzt alles von da unten oder was ist hier los? Naja, Moment, falscher Knopf. Schauen wir mal in die Spycam. Ja, da kommt tatsächlich mal Güte zu. Okay. Moment, machen wir hier ein bisschen Stau? So. Naja. Komische Dinge hier. Ja, da passiert auf dem D1. Da kommt er. So. Jetzt die 621, alles klar. Ja, der hat super Verspätung. Kommt ein bisschen spät die Meldung. Nicht ich hab dich so komisch geschickt, das war lazy. So. Ah, hätte ich gern den anderen Güterzug jetzt hier gleich mal los. Ja, geil, ist frei. Richtung Misko. Passt, der Bot fährt ab. Da wollte jemand nicht warten. Wir könnten. Ja, wir warten, bis hier frei ist. Dann kann der hier geradeaus reinfahren. Passt, das läuft. Und Gorda immer noch besetzt. Gorda ist immer noch besetzt. Sag mal, Gorda, wenn das so fahrzeugtechnisch. Ah, da kommen jetzt zwei. TME vom PBJ. Jetzt 19 kommt auch mal angerauscht. Kommen ja doch noch mal Züge. Also. Okay, 41,116 abgefahren. Dü. Södre, Gora. 41, 116. Zentner Verspätung. Und dann sind wir erstmal arbeitslos, bis auf den Einzug, der da noch kommt. Und was war das? Ja, Misko, was jetzt nochmal schickt. Okay, ich würde aber sagen, für dieses Video belassen wir es an der Stelle jetzt erstmal. Knapp eine Stunde hier in Zawirzi.
War verrückt, wie immer. Ein bisschen doof, dass Daisy da komisch geschickt hat und auch nicht gefragt hat. Aber alles handelbar. Ist nur ein bisschen blöd für den Zug und die Verspätung. Ansonsten hat es eigentlich ganz Spaß gemacht hier drin. Mal wieder ein bisschen zu Stellwerken. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald und gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.